Ja, ganz kurz vielleicht zum Überblick. Wir haben ja heute einen kleinen Impuls. Die Nele sehe ich auch schon da. Das ist super. Wir haben jetzt von 13 bis 14 Uhr die Vorab-Web-Konferenz. Ich werde ganz kurz das Orga-Team mal zeigen, damit ihr die Leute seht, die alle mitwirken. Ist auch sehr schön, dass verglichen zu anderen Webkonferenzen ganz viel die Webcam anhaben. Das wird zu hybriden Meetings, glaube ich, auch wichtig, dass man sich gegenseitig sieht, auch vielleicht schon so ein bisschen neugierig wird, wen man noch nicht kennt, wen man kennenlernen könnte. Wir haben dann den Impuls von der Nele zu den Bar Circles. Das wird nämlich eins der neuen Dinge sein, die wir dieses Jahr ausprobieren. Hybride Vernetzung über Learning Circles in ein Event eingebettet. Ich sage ein paar Sätze zum Motto, zum Ablauf, zu der Art und Weise, wie wir die Circles verwenden, zur hybriden Technik. Das ist wichtig, dass ihr wisst, was euch erwartet. Auch die Session Owner wisst, was so das Setup in den Räumen sein wird. Dann werden wir sicher ein bisschen Zeit für Q&A am Ende noch haben. Und wir haben dieses Jahr, für die letztes Jahr dabei waren, hatten wir Slack als Chat parallel. Dieses Jahr haben wir gewechselt auf Discord. Das würde ich natürlich auch erklären, wie das funktioniert. Wer Lust hat, ich bin dann die Stunde im Anschluss in Discord auch noch drin. Und falls da jemand Probleme oder Schwierigkeiten hat, dann kann man euch da helfen. Mit bestimmt der eine oder andere auch vom Orga-Team noch dort sein. Genau, also da könnt ihr dann, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann nochmal aufschlagen. Muss aber auch nicht sein. Gut, dann würde ich sagen, glaube ich nicht der Nele die Zeit, sondern freue mich erstmal. Erst hat man ja gedacht, Nele, dass du mit dem Impuls auf der LostCon bist. Dann hast du gesagt, du musst unbedingt im Urlaub und dem wollte man natürlich nicht im Wege stehen. Und du hast dann aber zugesagt, dass du bei der Vorab-Web-Konferenz den Impuls machen kannst. So wie ich das mitbekommen habe, hat irgendwann der Jöran mal das Wort Bar Circles gesagt und du hast dann ein Konzept draus gemacht und das wirst du uns jetzt vorstellen. Deine Bühne, Nele. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Simon, und auch an alle anderen für die Einladung, hier zu Bar Circles was zu erzählen und auch, dass ihr mir meinen Urlaub danach gönnt. Ich habe mit Hilfe von Midjourney ein paar Bilder dazu gestaltet, weil ich finde, dass das Ganze das dann ein bisschen besser macht, wenn man Bilder hat, die man einfach so im Kopf vielleicht behält. Und ich möchte ja das Konzept von Bar Circles vorstellen und um das zu machen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, dass man überhaupt einordnet, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt sowas zu konzipieren oder zu machen. Und das, was man hier auf dem ersten Bild sieht, ist, dass ich immer schon eigentlich so ein ganz großes Unbehagen hatte, wenn es Veranstaltungen gibt, wo das Konzept so ist, dass vorne eine Person steht und die maßgeblich so aufgebaut sind, dass es dann eben Input von der Person steht, die vorne steht, an die Anwesenden in irgendeiner Form im Raum gibt. Weil ich immer den Eindruck habe, sobald Menschen zusammenkommen und das gerade auch synchron machen, dann steckt da so viel drinnen einfach an Erfahrungen, die sie mitbringen, an Wissen, an Ideen, dass das so eine unglaubliche Verschwendung ist, wenn die Konzeption von einer Veranstaltung rein darauf basierend ist, dass vorne die Person ist und eigentlich der Austausch untereinander überhaupt gar nicht stattfinden kann. Also das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann, dass ich eigentlich auch finde, dass wir ja gar nicht in so einer Situation sind, dass wir sagen können, es gibt schon die Antworten. Also selbst wenn ich das noch irgendwie wollte und denken würde, okay, ich kann mich da als Referentin vorne hinstellen und eben was erzählen. Und oft kommt es ja auch so, dass man von Lernenden eine Rückmeldung kriegt und die sagen, naja, wenn du das schon weißt, warum erzählst du uns das nicht einfach? Wozu müssen wir uns das hier anstrengend in irgendwelchen Gruppenarbeiten erarbeiten, wenn es doch eh eigentlich schon klar ist, sag es doch einfach. Und ich glaube, wir kommen gerade, wenn wir uns dieses Thema Digitalisierung angucken, immer mehr an diesen Punkt, dass es ja gar nicht die Antworten darauf gibt, sondern dass es vielmehr darum geht, dass man gemeinsam erarbeitet, was könnten für uns mögliche Wege sein. Und die Digitalisierung ist sozusagen aus meiner Sicht ein Aspekt, aber ganz genauso können wir uns das ja auch gesamtgesellschaftlich anschauen, dass wir einfach vor Herausforderungen stehen, wo wir nicht mehr sagen können, wir machen einfach weiter, so wie wir es bisher immer schon gemacht haben, sondern uns eben überlegen können, wie können wir neu und anders denken und auch andere Routinen verankern. Und auch deshalb finde ich, dass es zu einer guten Bildung einfach dazugehört, dass man nicht sagt, vorne steht die Person und gibt den Input, sagt sozusagen, das sind die fertigen Antworten, sondern dass man stärker den Fokus darauf legt, gemeinsam diese Antworten überhaupt zu entwickeln.
Und der dritte Punkt ist dann, dass ich finde, wenn man natürlich immer noch solche Aspekte braucht, dass man sagt, ja, es ist auch wichtig, dass es an den einen oder Stellen, an der einen oder anderen Stelle einen Input gibt. Und es ist natürlich auch so, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Das wäre ja auch großer Blödsinn. Aber dann gibt es aus meiner Sicht da schon sehr, sehr viel mehr und bessere Varianten, so einen Input auch mitzukriegen, wie wir das jetzt hier vielleicht mit so einem Nürnberger Trichter sehen. Also wenn tatsächlich sowas da ist, dass man sagt, okay, ein Input soll vermittelt werden, dann kann man sagen, okay, man kann Sachen flipped machen. Leute gucken sich das vorher in irgendeiner Form an. Sie können sich das selbstständig angucken und raussuchen, was brauchen sie denn in irgendeiner Form. Im Netz finden sie die ganzen Informationen. Und es ist eigentlich immer die schlechteste Variante zu sagen, wenn ich Input vermitteln will, dann kriege ich das dadurch hin, dass ich vorne was erzähle und alle Menschen sitzen im Raum und hören zu, weil das eigentlich fast nie für alle genau im richtigen Tempo und zur richtigen Zeit sein wird. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten für eine Individualisierung. Jetzt noch mal viel mehr mit der ganzen KI-Debatte, wo ja auch das ganze Thema adaptives Lehren noch mal einen ganz, ganz neuen Schwung bekommt. Und das ist dann eigentlich so der Fokus, wie ich zu den Bar-Circles kam. Weil wenn man diese drei Punkte vorstellt, dann kriegt man ganz oft als eine Rückmeldung, naja, das klingt ja alles total gut, aber das Problem ist ja, die Lernenden sind ja noch überhaupt gar nicht so weit, weil damit sowas funktionieren können sollte, bräuchten die Lernenden ja eigentlich eine ganz andere Haltung. Und wenn sie diese Haltung nicht haben, dann funktionieren solche Lernangebote auch einfach gar nicht, die sehr stark auch auf eine Eigenmotivation, auf eigene Aktivitäten von den Lernenden setzen, die sehr, sehr stark auf Austausch setzen. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen ein Teufelskreis, dass man immer sagt, wenn die Haltung nicht da ist, weil ich muss mir ja dann überlegen, wie kriege ich denn diese Haltung hin? Und die Haltung gibt es eben am ehesten in der Praxis. Und durch eine Praxis kann sich die Haltung entwickeln. Wenn ich aber sage, wegen der Haltung, weil die fehlt, mache ich das eben einfach auch gar nicht, dann wird die Haltung natürlich auch nie entstehen, weil sich dann auch nie eine Praxis etabliert und dadurch die Haltung ja auch nicht weiter vorangebracht werden kann. Und deshalb ist so der Kerngedanke, auszubrechen aus diesem doch bisschen Teufelskreis zwischen die Haltung fehlt, darum gibt es auch keine Praxis, darum entwickelt sich die Haltung da auch nicht weiter. Und ich finde das Bild da tatsächlich passend, dieses halbvolle oder halbleere Glas, weil das ist gar nicht die entscheidende Frage, ob jetzt die Haltung da ist oder ob die Haltung nicht da ist, sondern die Frage ist, was kann ich in Lernangeboten machen, damit sich eben diese Haltung entwickeln kann? Wie kann ich also eine Praxis gestalten, wo diese Haltung schon praktisch erlebt werden kann und dadurch eben auch weiter vorangebracht werden kann? Also anders ausgedrückt, wie kann ich dafür sorgen, dass dieses Glas nicht noch weiter ausgeschüttet wird, weil ich wieder eine sehr, sehr konsumierende Lernveranstaltung mache, sondern wie kann ich stattdessen gucken, dass eben Wasser da noch drauf gefüllt wird und das Glas eben insgesamt voller wird. Und genau das ist dann der Hintergrund von den Bar Circles, weil das so aufgebaut ist, dass ich eben davon ausgehe, okay, es kann sehr gut sein, dass ich es öfters mit Lernenden zu tun habe, wo eben noch nicht sowas da ist, dass man wie selbstverständlich beispielsweise bei einem ganz traditionell normalen Barcamp hingeht und sagt, so, hier habe ich meine Idee und hier mache ich meine Sessions und ich tausche mich mit anderen aus, sondern ich möchte das ein bisschen angeleiteter machen. Und ich stelle euch jetzt einfach vor, wie meine Variante ist, wie ich da vorgegangen bin. Und ich bin dann sehr gespannt, wie das auf der LOSCON auch angepasst und umgeändert wird. Und für mich waren die Schritte so, dass man so ein bisschen einen Vorlauf braucht zu der Veranstaltung und da dann gesagt hat, okay, wir überlegen uns überhaupt einfach erstmal das Thema, was ist. Das würde man beim Barcamp ganz genauso machen, dass man sagt, was ist denn eigentlich das Oberthema, um was es geht? Und das wird eben im Vorfeld festgelegt. Kann man kollaborativ machen, kann man auch einfach vorgeben. Das liegt natürlich immer an der einzelnen Situation. So, Schritt 2 ist dann, und das ist der große Unterschied zum Barcamp, weil beim Barcamp würde ich ja so vorgehen, dass Menschen einfach dann nach vorne gehen und sagen, so, hier habe ich meine Session, das kann dann eine Frage sein, das kann ein Thema sein, was sie vorstellen wollen. Und dieses Thema dann auch selber in der Session sozusagen vertreten. Wir wissen beim Barcamp, dass sie das nicht immer alle selber machen müssten, also dass sie auch sagen können, kann jemand anders moderieren, wie sieht das aus? Aber erstmal sind sie trotzdem dadurch, dass sie eine Session einreichen, die SessiongeberInnen für diese Session. Und hier ist dann der Knackpunkt, dass man das so ein bisschen unterbricht bei den Bar Circles und sagt, alle können einfach erstmal aufschreiben, was sind die Fragen, was sind die Themen,
die Ihnen zu diesem Oberthema in irgendeiner Form am Herzen liegen. Und dann ist eine zwischengeschaltete Sache, und da kommt dann von den Bar Circles nicht nur der Barcamp Aspekt, sondern auch der Learning Circles Aspekt mit rein. Da gehen wir dann davon aus, dass sich das Orga-Team einfach zusammensetzt und sagt, so, wir haben jetzt hier diese ganzen Fragen eingereicht, dann gucken wir mal, dass wir das clustern, dass wir das sortieren, dass wir damit in irgendeiner Form umgehen können und uns überlegen können, wie wir das machen können. Und dann nimmt man wie so eine Art so einen kleinen Input auf für diese ganzen unterschiedlichen Themen. Und dieser Input ist dann die Grundlage, dass die Lernenden bei der Veranstaltung selbst sich dann auswählen können, okay, was ist für mich jetzt ein relevantes Thema? Und dann findet, wie beim Barcamp auch, der jeweilige Austausch zu dem einzelnen Thema statt. Aber Sie haben eben immer die Möglichkeit zu sagen, in einem ersten Schritt gucken Sie sich nochmal diesen Input auch zuerst an und können dann aufbauend auf diesem Input sich gemeinsam austauschen. Und von daher haben wir im Prinzip eine Kombination zwischen Barcamp. Es geht sehr von den eigenen Themen und Interessen der Lernenden aus, aber gleichzeitig auch Learning Circles, weil die Lernenden nicht allein gelassen werden, sondern sie kriegen einen bestimmten Input und können sich mit diesem Input dann auch gemeinsam auseinandersetzen. Und das ist jetzt eine Variante, wie sowas funktioniert, dass man Menschen unterstützt, sich auch auszutauschen, wenn man sagt, okay, man will gleichzeitig auch die Haltung befördern. Und ich habe ganz schnell einfach noch 3 weitere so Mini-Methoden mitgebracht, wie man das vielleicht auch noch umsetzen kann. Das eine ist eine Inspirationsdusche, dass ich mich nicht vorne hinstelle und sage, ich habe euch jetzt hier mal 20 tolle Ideen, wie man Thema XY angehen könnte, sondern ich gebe diese 20 Ideen, die ich habe, auf kleine Zettel, sage, Leute, lauft durch den Raum, tauscht jeweils immer und sagt, was auf eurem Zettel draufsteht und sagt aber dann dazu, was ist denn eure eigene Meinung dazu? Also auch da so eine ganz niederschwellige Möglichkeit, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und eben nicht nur zuzuhören, sondern gleich das eigene Denken damit zu verbinden und den eigenen Kontext dazu zu setzen. Oder auch eine schöne Variante, ich drucke verschiedene Begriffe aus, die ich finde, die für ein Thema, was erarbeitet werden sollen, relevant sind, gebe die jeweils immer in Kleingruppen und lade dazu ein, gestaltet aus diesen Begriffen so eine Mindmap für euch in eurer Gruppe, wie ihr für euch das Thema sortieren würdet. Ihr könnt natürlich auch beliebig Begriffe ergänzen. Und auch da hat man dann die Möglichkeit, dass sich Menschen selbst was erarbeiten können und selbst was gestalten können, aber trotzdem nicht ganz von alleine und ganz von neu anfangen müssen, sondern eben schon auf was aufbauen können, nämlich den Begriffen, die ich Ihnen da an dieser Stelle eben vorab gebe. Und eine andere Möglichkeit ist noch die Methode Stille Post, was ich in der Gruppenedition mache, also nicht wie beim Kindergeburtstagsspiel, dass man sich immer was leise reinflüstert, sondern man geht in kleinen Gruppen, das ist am besten, wenn man so ungefähr 4 Gruppen hat. Jede Gruppe kriegt eine Frage, die beantwortet man gemeinsam in der Gruppe und eine Person läuft dann weiter mit dem Zettel zur nächsten Gruppe, einmal im Uhrzeigersinn rum und berichtet jeweils, was hat bis jetzt die erste Gruppe dazu schon erarbeitet und fragt dann, welche Ergänzungen es in der neuen Gruppe gibt. Und so wandern die Zettel immer mit verschiedenen Menschen einmal im Kreis rum und man hat wie so eine Art Gruppenpuzzle, dass man aber gleichzeitig aus jeder Runde immer noch das Beste mitnimmt. Und auch da hat man eben die Situation, dass man mit was Kleinem anfängt. Also jeder hat am Anfang schon mal einen Zettel und auf das kann dann sozusagen weiter aufgebaut werden und man erlebt direkt, wie man sich austauschen kann und wie man das voranbringen kann. Also das ist ein ganz schneller Impuls für den Einstieg. Ich bin tatsächlich sehr, sehr neugierig, wie das Konzept mit den Bar Circles, also die Verbindung Learning Circles, man unterstützt dabei, dass man nicht von ganz ohne was sich miteinander austauscht, bei der LOSCON jetzt funktionieren wird. Und auch wenn ihr andere Sachen ausprobiert, wünsche ich euch da ganz, ganz viel Freude beim Erkunden und beim Ausprobieren und beim Weiternutzen und beim Umgestalten. Ich habe hier noch meine Webseite e-Bildungslabor mit hingeschrieben. Da findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten. Wenn es also noch Rückfragen gibt, wie ihr noch Ideen habt oder auch noch mal irgendwie was nachhaken wollt, dann meldet euch da gern, liebsten über das Fediverse, aber auch ansonsten per Mail, per LinkedIn, auch auf Twitter habe ich noch einen Account. Also schaut euch einfach an und ich bin darauf dann sehr gespannt. Und damit übergebe ich dann jetzt wieder an Simon. Danke dir. Ich hoffe, du hast den virtuellen Applaus und die schönen Kommentare im Chat gesehen. Das kam sehr gut an. Auch die Folien kamen gut an. Wir haben jetzt heute für Q&A keine Zeit, aber wenn ihr Fragen habt an die Nele, dann
meldet euch einfach bei ihr. Und wir werden natürlich im Nachgang berichten, wie es bei uns gelaufen ist. Danke dir. Ja, sehr schön. Also dann würde ich sagen, mit diesem schönen Auftakt, den Bar Circles, steigen wir mal ein in unsere Themen. Das sind ja durchaus nicht wenige heute. Ich wollte euch zum Anfang mal das Orga-Team zeigen und ich sehe auch viele Leute aus dem Orga-Team sind da, weil so ein hybrides Event, das ist vielleicht anders als ein Präsenz-Barcamp, das kann man irgendwie nicht mit zwei Menschen aus dem Ärmel schütteln. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Leute aktiv gewesen dieses Jahr, so ab Februar, die an verschiedenen Facetten gearbeitet haben, um sowas möglich zu machen. Ich lese jetzt nicht alle einzeln vor. Ihr seht ja von den Leuten, die hier bei den Teilnehmern sind. Manche kennt ihr ja schon vom letzten Jahr. Wir haben natürlich Steve, the cool guy, wieder dabei, so wie letztes Jahr den Yoda. Ich habe ab und zu schon mal so ein bisschen gehört, was sind das eigentlich alles für komische Namen. Der Christian hat neulich mal gesagt, hier mit dem Minecraft, da kennt er die einzelnen Begriffe und Namen nicht. Na, ich zeige es einmal, dann habt ihr es mal gesehen. Die grüne und die schwarze Farbe, die kommen vom Creeper und vom Enderman. Das sind sozusagen die zwei Hauptantagonisten in Minecraft. Und falls ihr Kinder oder Junggebliebene zu Hause habt, wir haben natürlich diese auch einen Mindtest-Server wieder, den man frei nutzen kann, den auch die Kids nutzen können. Da wird Magnus und Susan noch was dazu sagen. Haben wir wieder eine Aktion. Also die könnt ihr gerne damit einbinden und vielleicht so ein bisschen was über Mindtest lernen. Wir haben auch einen Lightning Talk im Programm, wo es um Mindtest als Lernumgebung geht, wie das in der Schule eingesetzt wird. Ne, wo so ähnlich wie bei Digital School Story, wo man Videos und TikTok verwendet, einfach eine Welt verwendet wird, in der die Kinder gerne sind, gerne lernen und man daran anknüpft. Also das so ein bisschen als kleiner Auftakt. Ja, für die, die neu dabei sind, oder vielleicht auch als Wiederholung für die, die letztes Jahr dabei waren, was ist denn für uns eigentlich in der Community? Wir sind ein großes Community-Event, das ideale Role Model auf so einer Veranstaltung. Viele Aspekte hat Nele angeschnitten gerade schon. Ne, also schön wäre, wenn ihr kommt, wenn ihr offen seid, offen für neues Wissen, aber auch offen, euer Wissen zu teilen, experimentierfreudig zu sein. Wir haben jetzt durchaus auch über unser Setup das eine oder andere Mal geflucht, aber haben gesagt, wenn das in Hybrid klappen soll, müssen wir uns da durchboxen. Also es werden Dinge nicht funktionieren, wie wir uns die überlegt haben, aber wenn wir sie nicht ausprobieren, werden wir nie lernen, wie es geht. Also so den Hybrid-Muskel, den werden wir jetzt einfach ein paar Jahre noch trainieren müssen. Wir werden, da sage ich nachher noch was dazu, dieses Jahr mal diese Learning Circle-Idee ausprobieren. Das kam letztes Jahr aus der Beobachtung, dass auf der Burg in Nürnberg ganz viele Menschen ganz natürlich in so kleinen Grüppchen zusammenstanden. Es gab ein, zwei Online-Grüppchen, die das ähnlich gemacht haben. Dieses Jahr werdet ihr quasi mit eurem Check-in schon eine Nummer zu einem Circle bekommen und wir werden euch einfach zufallsbasiert, Serendipity-Effekt in Klammern, in so Gruppen einteilen, sodass ihr in einer Gruppe von 4, 5, 6 Menschen gemeinsam diese Veranstaltung durchlauft. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Klar, wenn viele komplexe Dinge passieren bei so einer Veranstaltung, dann ist es schön, wenn Leute mithelfen, mal eine FAQ ergänzen, eine Frage beantworten, jemand helfen, der fragend in die Landschaft schaut. Ich kenne das so aus den Chaos Computer Club Events, da hat man immer so bei viertägigen Veranstaltungen an Tag 2 Nachmittag die Veranstaltung verstanden. Also das ist, glaube ich, ganz gut, wenn die es schon ein bisschen kennen, einfach wenn ihr jemanden da stehen seht, online oder vor Ort, der einfach nur fragend in die Runde schaut und nicht weiß, wie es weitergeht, da einfach mithelft, damit alle Leute möglichst gut ankommen. Ne? Dieses Helfen anzukommen in der Community hat man letztes Jahr als ein Feedback, dass gerade von Leuten, die letztes Jahr das erste Mal dabei waren, waren so bestimmt eine Handvoll Kommentare im Feedbackbogen. Man hatte so das Gefühl, man kommt zu so einer eingeschworenen Gemeinschaft und findet gar nicht so richtig Anschluss, dass da für jeden möglichst schnell mal eben reinkommt in dieses Community-Event. Auch das war letztes Jahr ein recht kritischer Punkt, fand ich ganz interessant. Wir hatten im Feedback-Formular 2-3 Mal den Aspekt, dass es in den Session-Räumen kommunikationsfeindlich, weiß nicht mehr, ob das das Wort war, dass da Leute saßen mit aufgeklappten Laptops. Das würde ja irgendwie so eine Wand zwischen den Menschen vor Ort aufspannen oder aufstellen. Wo ich mir dann dachte, naja gut, wenn ich aber keinen Laptop vor mir stehen habe, dann kann ich ja gar nicht an dem Chat mitmachen. Und wenn ein Concept Board verwendet wird, dann kann ich das gar nicht sehen. Das heißt, auch dieses Jahr wieder, wahrscheinlich fangen wir uns die gleiche Kritik wieder ein, ist die Empfehlung, dass ihr, auch wenn ihr vor Ort kommt, zu Hause sowieso, einen Laptop mitbringt,
und für den ganzen Teil des Audio-Chats und auch des Chats auf dem Second Screen idealerweise ein Smartphone, wo man auch ein Headset oder so ein kabelgebundene Kopfhörer-Mikrofon dran dengeln kann. Ne? Also für mich ist eigentlich so der Standard immer ein iPhone mit dem ganz normalen Earpod von Apple, was man hier unten so sieht, so weißes Kabel mit Mikrofon drin. Da kann man sich so einen Knopf in den Ohr stecken und kann einfach mit den Leuten sozusagen sprechen, ohne dass das groß sozial auffällig ist, weil ich da irgendwie ein dickes Headset auf dem Kopf sitzen habe. Genau, Motto und Thema. Wir haben ja als Oberthema Crafting Learning Environments. Da gibt es einen Blog dazu. Ich poste das nachher auch noch auf Discord, den Link zu dem Blog. Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen. Vielleicht mag ihn irgendjemand in den Chat schmeißen. No, vielleicht so ganz grob nochmal als Abriss. Wir gehen auf der einen Seite von Harold Yarkeys Working is Learning und Learning is the Work aus. Also es gibt eine Vermischung zwischen Arbeits- und Lernumgebung. Und wenn wir von Crafting Learning Environments sprechen und Wissensarbeiterinnen, bedeutet das natürlich auch, dass ich mir Working Environments craften muss. No? Und da gehören auf der einen Seite, da denkt man vielleicht schnell dran, Tools. Also man denkt doch vielleicht sofort an Learning Experience, Platforms und wie die ganzen Begriffe alle sind. Aber in dem LearnOS für Organisationen Guide verwenden wir den Ansatz von dem David Garvin und der Amy Edmondson. Die sagen, dass zu dem Environment in einer Organisation neben den Tools eben auch die Räumlichkeit gehört. Also physische Räume, Coworking Spaces, nette Lernumgebungen, aber eben auch die soften und kulturellen Aspekte. Und sie nennen da insbesondere die vier: Psychological Safety, also mal anders zu denken, als die Organisation eh schon immer denkt, oder mal was zu machen, was noch nie funktioniert hat. Querdenken darf man nicht mehr sagen, aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Mal zu widersprechen, auch Leuten, die in der Hierarchie über einem sind. Die Wertschätzung für Wissen und das Teilen für Wissen ist ihr zweiter Aspekt. Die Offenheit, hatte ich gerade schon angesprochen. Und was ich wichtig finde, die Zeit. Ich habe, glaube ich, vorhin den Harald gesehen, der hat einen schönen Blog mal geschrieben. Dieses Verankern von Lernzeit im Kalender. Weil auf den Folien, wenn man sagt, irgendwie ist wichtig zu lernen und so, dann nicken alle. Und wenn man sagt, na, dafür habe ich mir den Freitag geblockt, dann fällt der Chef vom Stuhl, weil er sagt, na, da musst du ja arbeiten, da darfst du ja nicht lernen. Vielleicht, Harald, schmeißt du da den Link zu dem Blog auch in Chat, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema. Na, und warum Crafting? Man sieht halt in den Organisationen, da kippen die IT-Abteilungen gerade große Berge von Tools über den Mitarbeitenden aus, zum Beispiel indem man Office 365 einkauft oder jetzt Viva einkauft. Na, und dann fragt man sich so ein bisschen wie in der Web 2.0-Zeit, wo es diese ganzen Logotapeten gab, muss ich denn jetzt einen Blog machen und einen Podcast und einen YouTube-Kanal und Bookmarks auf Delicious? Ne, wo die Antwort ist, nein, wahrscheinlich nicht. Aber du hast halt einen großen Optionenraum, aus dem du dir aussuchen kannst, was du brauchst, was für dich das Richtige ist. Ne, und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, könnt ihr mal in den Chat schreiben, wer schon mal Minecraft gespielt hat oder Mindtest eine 1 und wer es noch nie gespielt hat, eine 0. Dann haben wir da mal einen kleinen Überblick. Das ist eigentlich so die Situation, in der man in Minecraft ist. Ne, man kommt da rein und es gibt lauter Ressourcen, die man nutzen kann. Und es fängt damit an, dass man sich an Tag 1 erstmal ein Häuschen bauen muss, dass einen nachts nicht der Creeper erwischt. Und dann von Zeit zu Zeit sozusagen baut man die eigene Infrastruktur aus, baut sich eine Farm auf, baut sich Häuser und so weiter. Aber irgendwie ist man ständig am Bauen der Infrastruktur. Und wenn sich da was ändert, Microsoft was ändert oder wenn man andere Tools hat, da was geändert wird, muss man eben seine Infrastruktur nachcraften. Und das ist so der Versuch, wie wir die Brücke geschlagen haben, quasi zwischen Thema Crafting Learning Environments und diesem Thema eben. Genau, also ich habe jetzt keinen Schnitt ausgerechnet, aber es sieht so ein bisschen wie halbe aus. Dreimal nein, sagt der Stefan, sehr schön. Vielleicht sogar ein paar mehr, die es noch nie gemacht haben. Falls ihr Lust habt, Magnus und Susan machen am Donnerstag so eine Einführung in Mindtest. Also wer Lust hat, auch mit Kids teilzunehmen am Craften. Mein Test werden wir abends auch spielen am Dienstag. Der ist da herzlich eingeladen, müsste dann mit der Infomail eigentlich die Daten bekommen haben. Ich kann die nachher auch nochmal posten. Ich weiß nicht, ob Susan und Magnus, ist einer von euch beiden da? Ich höre Stille, das heißt wahrscheinlich nein. Ja, dann Ablauf und Programm. Der wichtigste Bookmark, den ihr braucht, ist loscon23.cognion.de. Dort findet ihr das ganze Programm.
Ich klicke da mal gerade drauf. Programm ansehen. Da gehe ich jetzt auch nicht auf die Details ein, aber ich will euch ein paar Sachen zeigen. Zum einen mal habt ihr hier oben quasi die Raumbenennung. Die Räume im Physischen sind genauso benannt wie im Virtuellen. Also überall, wo es Beschriftungen gibt, haben wir da die gleichen Benennungen verwendet. Es ist im Kern wie letztes Jahr. Wir starten um 13 Uhr am Dienstag. Wer möchte, kann irgendwann ab 10 Uhr an der Burg aufschlagen. Der Check-in ist ab 11 Uhr besetzt. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, für die, die früher kommen, wir haben da noch kein Mittagessen. Also wer da früher kommt, der muss irgendwie sich eine Nürnberger Bratwurst oder so holen oder irgendwas mitbringen oder dann da im Restaurant was essen. Nur wir sind an dem Dienstag Single Track, also es gibt drei Impulsvorträge. Letztes Jahr war das Feedback ja, dass die Impulsvorträge, dass das ein bisschen zu viel Zeit eingenommen haben. Deswegen haben wir die gekürzt auf 3 und auch gekürzt auf 20 Minuten. Haben dann eine kurze Pause. Haben wir letztes Jahr wieder die hybride Vorstellungsrunde, damit wir alle wissen, wer da ist. Machen dann ein eigenes Kickoff zu diesen LostCon Circles. Ihr werdet am Eingang, am Check-in, wenn ihr euer Bändchen abholt, quasi auch so ein Namensschild bekommen. Da ist eine Grafik drauf gedruckt und eine Nummer von dem Circle. Damit erfolgt sozusagen die Zuordnung. Die Online-Teilnehmerinnen, die vor dem 26. Juni bestellt haben, die müssten mit dem Remote-Goodie-Bag ihr Namensschild schon bekommen haben und ihre Zuordnung. Ich sehe, der Ruben macht Daumen hoch. Ich interpretiere das mal als, du hast deine Nummer schon oben. Genau, dann haben wir das Line-up der Lightning Talks. Das sind ja wieder diese 5-minütigen Kurzvorträge. Da könnt ihr dann auch im Nachgang mal durchgucken, was euch da interessiert. Ich zeige vielleicht mal, wenn man hier mit der Maus, weiß nicht, ob man das sieht, mit der Maus über einen Programmpunkt geht, dann kann ich hier einzelne Programmpunkte auf Favoriten setzen und kann mir so in dem Programmtool mein eigenes Programm zusammenstellen. Nur so könnt ihr einmal durchschauen, euch die Sachen auf Favorit setzen und wenn ihr das gemacht habt, dann kann man hier oben beim Filter halt hier quasi filtern und dann werden jetzt nur noch die Programmteile angezeigt, die ihr euch auf Favorit gesetzt habt. Da muss man nicht ständig irgendwie anfangen, wieder alles von vorne durchzulesen. Wir haben dann abends, also Lightning Talks, die gehen bis 18:15 Uhr. Dann haben wir nochmal einen Abschluss, Ausblick aufs Abendprogramm und haben dann wieder bis 22 Uhr Abendprogramm. Da gibt es auch noch eine Info, was da alles passieren wird. Das ist gerade so am Fertigwerden. Und der zweite Tag, der ist dann wie letztes Jahr auch Multitrack. Also das heißt, da haben wir auf der einen Seite, da wird auch alles nochmal vorgestellt um 9 Uhr. Das heißt, da müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr euch das noch nicht vorher angeschaut habt. Wir haben die einzelnen Räume hier parallel mit den Programmpunkten. Wir haben Sessions, das haben wir hier so ein bisschen in Magenta eingefärbt, die sind 45 Minuten lang. Und wir haben auch wieder die Assemblies, wo es um so ein bisschen längere Themen geht, die laufen 90 Minuten. Und parallel dazu, letztes Jahr waren die Assemblies im Appline-Saal selber. Ich glaube, der Marcel und Stefan hatten da eine Assembly. Da war dann parallel noch was anderes, das war zu laut. Das heißt, die haben wir alle aus dem Appline-Saal rausgeräumt. Die haben jetzt alle einen eigenen Raum. Dafür ist der Appline-Saal frei und den haben wir sozusagen als eine Coworking-Area gebrandet. Weil manchmal sagt man ja, was weiß ich, das ist jetzt gerade läuft gerade kein Thema, was mich interessiert. Aber ich wollte schon lange mal mit Florian irgendwie über persönliches Wissensmanagement sprechen und dann kann man sich da hinsetzen und kann eben da die Themen besprechen. Der eine oder andere hat mal eine Webkonferenz oder Videokonferenz, auch das kann man dann da tun. Und wie letztes Jahr auch, machen wir so einen gemeinsamen Abschlussrunde am Ende und sind dann spätestens 16 Uhr am 12. fertig. Jetzt muss ich mal kurz Luft holen und gebe euch aber auch die Chance, falls es zu dem Programm Fragen gibt, also wer mag, einfach Hand heben und dann können wir die direkt hier live beantworten. Ich habe keine Frage, aber du hast es jetzt nicht gezeigt in dem Programm, die schwarzen Tracks quasi, die sind die Vernetzungsinseln. Ja. Das musst du unbedingt noch sagen, Simon. Das sage ich, da gibt es sogar noch eine eigene Folie dann dazu. Juhu. Genau, also wir haben, Moment, so hier mal schauen, wenn ich hier rüber gehe, da gibt es hier diese Inseln, Blue Island, Green Island, Pink Island und Yellow Island. Und wir haben quasi wenn man runtergeht an Tag 2, da gibt es auch Programm. Falls ihr da noch irgendwie Programm hinlegen wollt, da sind auch noch Slots frei. Meldet euch einfach, schreibt das in den Programmkanal in Discord, dann können wir da noch Punkte aufnehmen. Da war zum Beispiel für die Lightning Talks, das sind ja nur so 5-Minuten-Vorträge,
Da kann man natürlich keine Fragen am Ende machen. Deswegen haben wir gesagt, wenn jetzt jemand, der einen Lightning Talk macht, quasi eine lange Frage-Antwort-Runde anbieten will, dann passiert das an diesen Vernetzungsinseln. Und das hat der Ruben oder die Anja zum Beispiel gemacht, die seht ihr hier. Und da könnt ihr dann quasi, genau eigentlich umgekehrt wie bei einer Konferenz, da sprechen oft die Leute 45 Minuten und dann hat man nur 5 Minuten Zeit für Fragen. Wir zwingen die Lightning Talk Speaker, ihr Wissen auf 5 Minuten zusammen zu kondensieren, also wirklich nur das Wichtigste im Lightning Talk zu erzählen. Dafür habt ihr dann 45 Minuten Zeit, in Löcher in den Bauch zu fragen. Und die in der zweiten Runde, Gabriele, Sandra, da habt ihr dann ein besonderes Programm, das Crafting Café. Vielleicht wollt ihr da auch kurz was dazu sagen. Es wird sehr dynamisch, Leute. Also wir haben da so eine Mischung aus Conversation Café und Impromptu Networking aus dem Liberating Structures Koffer uns überlegt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Leute da sind. Das wird auch hybrid sein. Also 3 Leute können von der Burg aus teilnehmen und bis zu 7 Leute dann online und sich dann austauschen. Ihr werdet sehen, es wird cool. Sehr gut. Genau, der Florian schreibt im Chat, Schutzfunktion bei totaler Auswahlüberforderung. So ein bisschen wird das Event sein wie das Internet auch. Ja. Man schaut da jeden Tag rein und stellt fest, man hat schon wieder die 5 neuesten KI-Tools verpasst, die die Welt revolutionieren werden. Ne? Und das wird, glaube ich, auch eine Kompetenz der Zukunft sein, sich sozusagen das rauszusuchen, was für einen am wichtigsten ist und darauf zu fokussieren und diesen typischen Fear of Missing Out, dass an vielen anderen Tischen und Orten noch andere Sachen passieren, die spannend sind. Damit muss man, glaube ich, einfach zunehmend leben in unserer vernetzten Welt. Genau, ich habe sonst, glaube ich, keine Frage mehr gesehen. Dann würde ich da wieder zurückswitchen. Falls nicht, ruft einfach. Habe ich da was verpasst? Genau, die Einwahllinks sind dieses Jahr im Discord-Kanal. Das zeige ich euch auch noch. Das zeige ich euch nachher, wenn ich euch Discord zeige. Zusätzlich werden wir am Montag noch den Kalender-Einladungstermin, den ihr bekommen habt, ergänzen um die ganzen Einwahllinks. Also es hat nicht jede Session einen eigenen Einwahllink, sondern immer der Raum. Der Raum ist den ganzen Tag in die Teams-Konferenzen eingewählt und zusätzlich dazu findet ihr dann aber in Discord auch noch. Favoritenfunktionen habe ich gezeigt. Wir haben zusätzlich dieses Jahr noch die Möglichkeit, dass ihr euch auch die Vortragenden anschauen könnt. Ne? Also wenn ihr jetzt hier auf Vortragenden klickt, dann seht ihr sozusagen dort die einzelnen Menschen. Ne? Und wenn jetzt jemand wie hier der Andreas bei 2 Programmpunkten dabei ist, dann hat man hier auch direkt den Zugriff zum Programm oder umgekehrt quasi von hier den Zugriff auf den Andreas wieder zurück. Also es gibt ein Programmverzeichnis, ein Vortragendenverzeichnis. Wir haben dieses Jahr einen englischen Track. Wir haben Live-Übersetzungen, der ganze Single-Track hier vorne. Alles, was Deutsch ist, wird auf Englisch live übersetzt. Vielleicht, Hans, da hast du dich gekümmert. Magst du ein paar Sätze dazu sagen? Genau. Also es wird sozusagen immer Deutsch und Englisch abgewechselt. Wenn ein Vortrag in Deutsch ist, wird er ins Englische übertragen. Wenn ein Vortrag auf Englisch ist, wird er ins Deutsche übertragen. Und das, wollen wir das jetzt schon sagen, wie das funktioniert, Simon? Kannst du gerne dazu sagen. Also ein, ja. Also man kann sich das sozusagen über Handy anhören, weil das geht nicht über den gleichen Kanal in Teams. Das funktioniert technisch leider nicht, sondern die Live-Übersetzung wird über einen eigenen Kanal in Discord funktionieren. Der heißt dann auch wie der Hauptsaal nur mit Translation. Das heißt, man geht mit seinem Handy da rein und hört dann jeweils die Übersetzung von dem, was in der Hauptbühne passiert. Genau, das ist ein Experiment, das wollen wir mal ausprobieren. Marcel von Conti hat es angeregt, ne? Der hat gesagt, Mensch, er hat es bei sich in der Runde mal kommuniziert. Da waren Leute, die halt kein Deutsch sprechen und gefragt haben, ob sie nicht auch irgendwie teilnehmen können. Dann haben wir gesagt, für die Community, die ist halt deutschsprachig im Moment, das wäre komisch, wenn wir jetzt Moderation und so auf Englisch umstellen wollen. Aber wir haben gesagt, wir wollen gucken, dass wir die Barriere ein bisschen runterlegen. Ne? Das heißt, es wird diese Simultanübersetzung geben und vielleicht habt ihr das hier gesehen, der Raum Zombie am zweiten Tag ist ein englischer Track. Das heißt, alle Sessions, die da drin laufen, laufen englischsprachig. Ja, da müsst ihr dran denken, wenn ihr euch den aussucht. Alle anderen Räume sind deutsch. Genau, und hier oben noch, das ist ein bisschen versteckt. Wenn ihr hier oben rechts dieses Menü ausklappt, dann gibt es auf der einen Seite einen iCal-Link oder auch einen QR-Code. Wenn ihr das aufklappt und scannt es zum Beispiel mit dem Smartphone oder ladet es runter für euer Outlook, dann habt ihr quasi das ganze Programm, den ganzen Kalender auch in eurem Kalender. Das ist dann wie so ein abonnierter Internetkalender, den kann man hinterher wieder rausschmeißen.
Und ihr könnt auch hier, das sieht man vielleicht, ne, hier oben steht, ich weiß nicht, ob man im Screenshare sieht, Version 1.3. Ne, wenn ich hier klicke, da sieht man dann auch alle Änderungen. Also immer, wenn sich am Programm was geändert hat, bekommt man das mit. Ne? Das war letztes Jahr auch so, einer wird krank, einer sagt, ich kann doch nicht um 13 Uhr, ich muss was verschieben. Ne, das heißt, da kann man immer gucken, ob man die aktuelle Programmversion noch hat. Wenn ihr es abonniert habt im Kalender, aktualisiert sich es eh automatisch. Ne, dann habt ihr quasi immer den aktuellen Stand auf eurem Device. Du holst Luft, da kann ich kurz. Es gab die Frage, ja. Mach das. Wie erfolgt die Zirkelzuordnung für die online spät Angemeldeten? Ja, die kriegen am Montag noch eine E-Mail mit ihrer Nummer und einer Grafik. Wer will, kann sich das Namensschild dann noch ausdrucken. Aber ihr kriegt die quasi auf den digitalen Weg. Ne, ich lasse eine Liste raus, alle, die sich ab dem 26. angemeldet haben, die ordnen wir so zu. Genau. Genau, es gibt beim Programm noch unten rechts, das ist ein bisschen versteckt, geht bei dem Tool aber leider nicht anders. Also wenn ich jetzt hier quasi mal ganz nach unten scrolle, ganz klein hier unten rechts steht Hilfe. Und wenn ich da klicke, dann landet man quasi bei der Online-Hilfe. Die werden wir jetzt auch nochmal aktualisieren. Da schreibt man das Wichtigste rein, was es an Infos gibt für Mindtest, für Discord, für die Session-Owner. Dort werden auch die Videos verlinkt, die Aufzeichnung von heute, die Präsentation von heute. Also wir versuchen irgendwie auf möglichst vielen Kanälen die Info zu streuen, wie das funktioniert. Wenn ihr in der Hilfe wart, klickt ihr hier aufs Logo wieder und seid im Programm zurück. Genau, Abendprogramm, wie gesagt, ist gerade noch in der Mache, so wie es aussieht jetzt für die vor Ort. Wir wollen schauen, dass das möglichst ist wie letztes Jahr. Also wir zwingen da nichts auf, gibt da nichts Schlimmeres als so Hochzeitsveranstaltungen, wo den ganzen Abend irgendwelche peinlichen Spiele gemacht werden. Also das wollen wir nicht machen. Also es geht darum, dass ihr euch austauschen könnt zu den Themen, die euch interessieren. Wir machen dieses Jahr das Buffet, das Essen im Appline-Saal oben, nicht im Restaurant unten, weil da hat sich das auch so ein bisschen verstreut. Ne? Da bleibt man zusammen. Es wird Musik geben, ein, zwei Spieleanlagen. Wie gesagt, das wird so Ende der Woche, glaube ich, haben wir das Final. Auch da wieder, der Abend ist das, was ihr draus macht. Ne? Schaut, dass ihr euch die richtigen Leute sucht, mit denen ihr euch unterhalten könnt. Macht das vielleicht dieses Jahr auch in Hybrid. Nutzt ruhig die Discord-Audio-Chat-Funktion. Ne, das funktioniert sehr gut, dass man sich da latenzarm unterhalten kann, so als ob man beieinander sitzt. Und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist ja an die Jugendherberge angedockt. Wir müssen leider um 22 Uhr kappen. Aus Veranstaltersicht ist das gar nicht so schlecht, weil das dann auch heißt, dass am nächsten Tag alle fit sind. Und die, die dann noch in die Bar ins Hotel wollen, die machen das ja ohnehin. Ja, die Lost Con Circles, das ist jetzt quasi die Folie zu der Adaption von dem, was Nele gerade erzählt hat. Also was wir machen werden, ist euch einfach zufällig in Gruppen von bis zu 6 Personen zusammenzuwürfeln. Ne? Das heißt, beim aktuellen Anmeldestand mit knapp 170 kann man sich das ausrechnen, wie viele Circle es das gibt. Ne? Die Idee ist, dass ihr als Gruppe, als Lerngruppe die Lost Con durchlauft und gemeinsam die Antwort auf eine Frage findet, nämlich passend zum Thema Crafting Learning Environments. Welcher Bestandteil der Lernumgebung der Zukunft ist dir oder euch denn wirklich, wirklich wichtig? Ne, da ist Fridtjof Bergmanns New Work wirklich, wirklich drin. Ne, die Idee sozusagen, dass ihr das entweder, also das ist eine abstrakte Idee, was das sein kann. Wir wollen die Idee greifbar machen. Dazu könnt ihr die entweder in Lego bauen. Jeder Teilnehmer, Teilnehmerin bekommt hier so ein, muss ich hier davor halten, Lego Serious Play Kit, wo man wirklich bauen und basteln kann vor Ort. Wir werden da, wo letztes Jahr der Yoda-Tisch stand, steht dieses Jahr ein Lego-Tisch. Man kann das aber auch auf Papier malen oder in Mindtest bauen und abfotografieren und dokumentieren. Na, da gibt es auf dem Whiteboard gibt's eine eigene Sektion, wo sozusagen diese Dokumentationen landen. Die Circle haben dann auch noch so eine Weile Zeit, das vielleicht zu verfeinern, sich dazu nochmal auszutauschen. Und wir haben dann, da kann der Christian vielleicht gleich noch was dazu sagen, ein paar Sätze am 19.07. auf dem DATEV DigiCamp. Einen Slot, wo wir das als Ergebnis mal vorstellen können. Wer von euch Lust hat, kann bestimmt auch da hinkommen in die eine Session und da eben was zum eigenen Modell sagen. Vielleicht sagst du ein paar Sätze zum DigiCamp, Christian. Genau, die gute Idee, dass die Chance steigt, dass man sich das vornimmt, wenn man auch eine Präsentationschance hat. Das heißt, wir machen ja die Woche drauf am 18. und 19. Juli eine digitale Konferenz mit 80 unterschiedlichen Sessions. Und eine davon ist die Idee, dass wir die Teams einladen, ihre
Lernumgebungen in unserer Organisation zu zeigen. Als Anregung für meine Kolleginnen, als Bühne, als Austauschraum. Herzliche Einladung, ich packe gleich den Link mit rein. Wer nicht genug haben hat vom Wissen teilen oder gleich Gelerntes anwenden will, ist herzlich eingeladen, unserer IT-Organisation beim Transformieren zu helfen. Sehr cool. Genau. Das vielleicht in aller Kürze. Ich hatte ja vorhin gezeigt im Programm, wir haben eine ganze Stunde, um sozusagen das nochmal einzuführen dann am Dienstag. Ich habe jetzt im Chat keine Fragen dazu gesehen. Ich denke, da wird schon sicher die ein oder andere Frage nochmal kommen. Aber die können wir dann am Dienstag in der eigenen Session beantworten. Ja, Discord. Dieses Jahr kein Slack, sondern Discord. Ganz groß in Gelb oben ein Hinweis. Wenn ihr so ein bisschen googelt nach Discord, wie bei allen anderen Online-Tools, findet man durchaus den ein oder anderen Datenschützer, der sagt, Cloud-Tools und was schreibt man da rein und ist das sicher? Ich sage eigentlich immer, wenn man solche Tools nutzt, ich schreibe da nichts rein, was ich nicht theoretisch auch auf einem Marktplatz in ein Megafon rufen würde. Also wenn irgendjemand Geschäftsgeheimnisse dokumentieren will oder besprechen will oder irgendwie was kritisch-privates besprechen will, finde ich, das gehört nicht in eine Twitter-Direct-Message und das gehört nicht in den Slack und gehört auch nicht in den Telegram, weil ich immer davon ausgehen muss, irgendeiner kauft die Plattform und macht sowas wie Elon Musk mit Twitter und auf einmal sind die ganzen Chats öffentlich. Das heißt, da einfach der Hinweis dazu, ja, wir haben ein geschlossenes Netzwerk, wir haben nur euch die Invite-Links geschickt, aber theoretisch, so wie in der Burg, jemand mit einem Smartphone in der Tasche rumlaufen könnte und alles aufzeichnet, könnte einem sowas in dem Discord auch passieren. Also passt da einfach ein bisschen drauf auf. Ich habe in die Folie mal einfach nur reingenommen, ich zeige es auch gleich noch live. Die Oberfläche, die ist so ein bisschen, wie man es von Slack oder auch Teams gewohnt ist. Man hat unten, nicht oben rechts, persönliche Einstellungen. Man hat so eine Liste von Kanälen, das zeige ich gleich noch. Man hat so eine Präsenzanzeige, wer ist denn da? Man hat oben abgesetzt, das hier ganz oben links, das Icon, die Direktnachrichten. Ich glaube, der Jan ist auch da, der hat mir da vorhin schon eine geschickt, da haben wir schon ein bisschen gechattet. Und man hat Sprachkanäle, das ist vielleicht noch so eine Besonderheit, das seht ihr hier an den Icons. Es gibt Sprachkanäle, die haben so ein Hashtag-Symbol, Textkanäle, die haben Hashtag-Symbol und Sprachkanäle, die haben so ein Lautsprechersymbol. Das heißt, wenn ich auf einen Sprachkanal gehe, ich klicke drauf und bin sofort mit den Leuten, die da drin sind, in einer Audiokonferenz verbunden. Ich ziehe das mal gerade hier rüber, dann seht ihr das mal in live. Also hier oben zeige ich jetzt ganz kurz so meine direkten Chats quasi, da habe ich vorhin mit Jan gechattet. Dann habt ihr, wenn ihr auf Discord noch nicht lang seid, habt ihr wahrscheinlich dann hier nur den LostCon-Server quasi, als ein Discord-Netzwerk. Habt hier links die ganzen Kanäle, also da ist die Lobby, da kommen alle an. Lobby ist so wie in Teams der Allgemeinkanal, also hier kommen alle durch. Da gibt es auch so eine kleine Notiz immer, wenn jemand neu aufschlägt auf dem Server. Ihr seht hier drüben abgesetzt das Orga-Team, immer auch mit dieser Anzeige. Also wenn hier man auf grün ist, ist man online, also ist quasi vor Ort oder da, virtuell vor Ort. Man sieht dann alle Onliner, alle die online sind, die quasi nicht Orga-Team sind und hat unten auch nochmal alle die offline sind, die aber zu dem Kanal gehören. So hat man einen schönen Überblick, so ein bisschen wie in der physischen Lokation. Ich schaue in den Raum und sehe, wer ist da. Sind es 3 Leute oder 5 oder 10 oder 100? Das finde ich hier eigentlich recht schön gelöst, dass man das sieht. Wir haben dann hier den Programmkanal, da findet ihr oben angepinnt. Hier oben ist so eine Pinnnadel, da findet man immer die angepinnten Posts. Den Link zum Programm, den Link zum Whiteboard. Da hatten wir jetzt beim Corporate Learning Camp, Karl-Heinz, ein paar negative Erfahrungen, was Hijacking angeht. Haben wir dieses Jahr ein Passwort davor gelegt als kleinen Schutz. LossCon, also Groß-Loss, Klein-Con, 23 Ausrufezeichen. Wir nutzen nicht mehr Twitter dieses Jahr aus bekannten Gründen, sondern haben eine Masto-Wall. Da hat sich der Ralf hingesetzt und hat quasi eine Twitter-Wall gemacht über Mastodon. Das heißt, immer wenn ihr auf Mastodon was schreibt mit LostCon 23, sieht man hier, taucht es quasi hier auf der Masto-Wall auf, die wir dann auch in der Burg quasi großen Beamer an die Wand werfen. Und man sieht schon, Karl-Heinz, wenn in der Session ist, schreibt er die wichtigsten Sachen immer mit. Die laufen dann quasi neu von oben, first in, first out, in die Masterwall. Coole Story dahinter. Das ganze Tool, da ist keine Zeile programmiert worden davon, sondern Ralf hat es komplett von ChatGPT programmieren lassen. Also sowohl HTML als auch JavaScript als auch CSS und die Konfigurationsdatei hat ChatGPT geschrieben. Passt vielleicht auch zum Thema Lernumgebung.
Genau, und dann könnt ihr hier halt die Kanäle quasi aufklappen. Ne? Hier sind die Räume, die Text-Chat-Kanäle zu den Räumen. Das ist wie letztes Jahr, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Die Text-Chats in Teams sind überall deaktiviert. Dafür gibt es quasi so diesen Second-Screen-Ansatz, dass man, so wie ihr das vielleicht von Tagesschau oder Hard Aber Fair kennt, einen Hashtag hat und dann quasi auf dem eigenen Gerät mitschreiben kann. Ja, da gibt es hier die Räume, da gibt es hier unten auch, was der Hans gerade gesagt hat, ne? Den Translation-Kanal. Die Vernetzungsinseln, die vier haben hier ihren eigenen Ort. Die LostCon Circle, ne, die werden wir dann noch gucken, wie viel wir brauchen. Also da werdet ihr sozusagen eure Nummer finden. Das ist so euer virtueller Tisch, wenn man so will, wo ihr jederzeit sprechen könnt. Auch da nicht berechtigt, also so wie beim Tisch im Raum. Ne, da kann ich auch, da sehe ich, wer spricht da, und dann kann ich mich da einfach mit dazusetzen. Wenn jetzt so ein Circle unter sich sprechen will, dann sagt man den Leuten halt, wir haben gerade was zu besprechen. Kommst in 10 Minuten nochmal. Also das ist wichtig, die sind nicht berechtigt. Für die, die mit Mindtest was machen, gibt es quasi einen eigenen Chat-Kanal und auch einen Audiokanal. Da kommen vielleicht noch ein paar dazu. Und hier unten, den dürft ihr dann nicht sehen, das ist unser Orga-Kanal. Na, auch die ganze Orga jetzt, die lief schon komplett über Discord. Also wenn wir 5 E-Mails geschrieben haben für die Orga, dann war das viel. Das war für uns so der Lackmustest, ob man mit so einem Tool sozusagen auch gut zusammenarbeiten kann und wir das auch euch zumuten können. Na, wie gesagt, wer will, kann dann nachher in der Zeit ab 14 Uhr da nochmal reingucken und ausprobieren. Sind ja viele schon da, also ich glaube 60 Leute oder so sind schon aufgeschlagen in Discord. Genau, das ist vielleicht speziell interessant für die Leute, die Sessions halten vor Ort. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Hybrid Meeting Kits. Wir hatten diese Verfolgerkameras, ne, diese Opspot PTZ. Letztes Jahr bei dem Einführungstermin am Tag 1 um 20 Uhr waren nicht so viele der Session-Owner da und die, die da waren, hatten zum Teil eher ein Bierchen in der Hand als ein Ohr für uns. Das heißt also, diese Info, wie man über Gesten diese Kamera steuert, nicht so rübergekommen und im Feedback hieß es dann, wir sind so ein bisschen seekrank geworden remote, weil die Kamera zwar auf alles fokussiert hat, aber nicht auf das, was sie sollte. Das heißt, wir haben da jetzt hier so eine Version 2 draus gemacht. Wir haben in allen 4 Räumen das gleiche Setup. Alle Räume sind als eine Teams-Konferenz umgesetzt, die durchgängig läuft, also von früh bis abends. Im Idealfall nehmen wir die Rechner früh in die Teams-Konferenz rein und da bleiben sie dann bis abends. In den Räumen ist wieder ein Beamer, werden lieber Displays, aber leider haben sie keine auf der Burg. Also da gibt es wieder Beamer. Da hängt ein Raum-PC dran, der in die Videokonferenz eingewählt ist. Da hängt ein Lautsprecher dran. Da hängen wieder diese Funkmikrofone dran, die ihr vielleicht aus dem letzten Jahr kennt. Ne? Ups, die hier, diese Rode Wireless Go, wo es 3 Varianten gibt. Habe ich aufs Bild mal draufgeschrieben. Man kann die oben sich an Kragen klipsen, wenn man einen Impulsvortrag hält und 20 Minuten spricht. Man kann die in diese Schaumstoffwürfel reinstecken und kann die dann im Raum rumwerfen. Ne? So quasi, dann sieht man auch im Videobild, wer spricht gerade. Und was wir dieses Jahr noch neu haben, ist hier die 3. Variante. Das sind so Handadapter, da steckt man die oben rein und dann so ein Schaumstoffteil oben drauf und dann sieht es aus wie so ein Reporter-Mikrofon im Fernsehen und könnte auch so Interview-Situationen machen. Ja, um diesen ganzen oberen und linken Teil kümmern wir uns. Die Session-Owner vor Ort bringen einen eigenen Laptop mit, wählen sich damit in die Videokonferenz ein. Was wichtig ist, beim Einwählen in Teams diese Option ohne Audio wählen, ja, weil das Audio machen wir über den Raum. Das heißt, wenn ihr im Raum sowohl als Teilnehmerin als auch als Referentin euch einwählt mit Audio, dann kriegen wir da Rückkopplungen im Raum. Sandra. Kurze Zwischenfrage. Wenn man nichts teilen möchte unbedingt, bräuchte man eigentlich gar nicht unbedingt seinen Rechner anklemmen, weil das der Link, oder denke ich jetzt zu einfach? Wenn du in der Session nichts teilen möchtest, meinst du als Session-Owner? Ja, genau, dann brauche ich eigentlich keinen extra. Ne? Nee, es ist wirklich nur, wenn man jetzt Inhalte teilen möchte. Genau. Okay, richtig. Dann habe ich es doch richtig verstanden. Exakt. Gibt es dazu Fragen? Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere. Wir haben, das steht jetzt nicht auf der Folie, wir haben Raumbuddies. Also es wird in jedem Raum ein Raumbuddy sein, sodass man, wenn es Schwierigkeiten gibt, jemand hat, der helfen kann. Wir gehen jetzt nochmal die Sessionliste durch und gucken, wo es Remote Session Owner gibt. Da gucken wir, dass es sozusagen einen Vor-Ort-Buddy gibt, ne, der dann das Counterpart ist und auch ein paar Minuten vorher im Raum ist. Und das ist ein Setup, was jetzt auch Corporate Learning Camp, ne, auch Thomas bei euch, Subtraining Forum,
im Einsatz war, DATEV, Learner Rockets Day. Also ich glaube, das ist jetzt auch von der vom Handling ein bisschen mehr abgehangen und es gibt mehr Erfahrungen, wie man das betreibt und von der Doku. Also da sind wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn es noch Fragen gibt, dann rührt euch einfach. Paar Kleinigkeiten noch, die Vernetzungsinseln. Seht ihr hier den Prototyp auf dem Sub-Trainingsforum mit dem Gerd? Ich glaube, den habe ich auch gesehen irgendwo. Da haben wir einen Podcast aufgenommen in dem Setup. Die sind im, für die, die letztes Jahr da waren, im Foyer. Foyer, wo ihr reinkommt, da im ersten Stock. Da stehen ja vier so Sofagruppen. Und da oben sind die. Die sind mit Farben gekennzeichnet. Die Gabriele kennt bestimmt den Fachbegriff, wie man das nennt. Genau, wir wollen tapen. Also wir wollen quasi auch den Weg zu den Vernetzungsinseln hin euch mit farbigem Tape auf dem Boden aufzeigen und werden uns dann noch was überlegen, wie wir dort die Vernetzungsinseln selber auch nochmal schön ausgestalten. Hashtag Tape Art, schreibt die Sandra, genau. Genau, die Inseln sind dann farbig markiert im Programm drinnen. An den Inseln selber kommt technisch so ein kleines Podcast-Studio zum Einsatz. Das sieht man hier so ganz klein im Bild hier hinten. Das heißt, da werde, wie ihr es hier seht, liegen drei Headsets. Man kann einfach an die Insel hingehen, setzt sich das auf und kann mit allen vor Ort sprechen. Also man hört sich gegenseitig, da werden die Hintergrundgeräusche dann so ein bisschen weggeblendet. Die Vernetzungsinsel ist den ganzen Tag in den Discord-Kanal eingewählt und dann kann man eben, wenn Leute online damit dazukommen, so miteinander sprechen, wie wenn man quasi an einem Tisch vor Ort sitzen würde. Genau, und falls da jemand noch Programm anbieten will an der Vernetzungsinsel, da sind auch noch Plätze frei, schreibt es einfach in den Programmkanal in Discord und dann können wir da entsprechend das ins Programm aufnehmen. Mehr Tape als Art, genau. Das Whiteboard noch, glaube ich. Ich hätte noch eine Frage zum Bildschirm. Ja. Der Norbert und ich, wir machen ja eine Session auch hybrid auf Referentenseite, einmal vor Ort, einmal remote. Ist dann egal, von wo aus eine Unterlage geteilt wird, oder? Absolut. Ob das aus dem Raum ist oder genau. Aus der Ferne, können beide gleichwertig machen, ne? Ja, also wir haben das versucht, so transparent wie möglich zu machen, sodass selbst wenn ihr es euch in der Session noch anders überlegt, das kein Problem ist vom Setup, cool. Richtig. Danke. Ja, sehr schön. Genau, Whiteboard ist auch im Programmkanal verlinkt. Da ist oben, ganz oben nochmal so das Wichtigste als Anleitung in Kürze drauf. Da ist hier links, noch als Community Call, bis Dienstag wird es dann Lost Con Circles heißen. Das sind sozusagen die virtuellen Tische, an die ihr euch setzen könnt. Da gibt es auch eine Anleitung, wie das funktioniert. Also da formieren sich dann die Lost Con Circles. Wir haben wieder für Tag 1 und Tag 2 eine Fläche für Dokumentation vorgesehen. Wenn die Session Owner, die müssten gestern eine E-Mail gekriegt haben, da schon was vorbereiten wollen für ihre Sessions, was draufpacken können, könnt ihr gern ab jetzt das Whiteboard schon verwenden. Hier rechts bei der 5 ist die Doku dann der LostCon Challenge, also sozusagen der gebauten Idee der perfekten Lernumgebung der Zukunft. Also da kommen Screenshots drauf von Lego, von Mindtest, von Papierbasteleien. Und hier unten gibt es dann quasi einmal für das Crafting Café und einmal für Mindtest nochmal Sonderbereiche, wie beim Whiteboard, wie es letztes Jahr auch war. Falls ihr irgendwie Bedarf habt, dass ihr noch mehr Fläche braucht oder irgendwo noch eine andere Sektion, meldet euch einfach bei uns, dann legen wir die einfach an. Perfekt. Thomas packt sein Content da schon drauf. So soll es sein. Social Media hatte ich schon gesagt, die Lost Con Wall. Genau, und dann letztes Jahr haben wir ja auch, seht ihr den Screenshot von dem gelben Dokument, so ein bisschen längeren Evaluationsbericht, gerade zu dem Thema Hybrid. Auch dieses Jahr wird es dazu was geben, sogar in Form von einer Masterarbeit. Und ich glaube, die Isabelle ist da und kann uns da kurz was zu erzählen. Ja, kann ich kurz machen. An der Evaluation von der LostCon sind der Hans und ich dran. Wir möchten einerseits schauen, wie ist eure Hybrid-Erfahrung im Rahmen der Convention und der Fokus von meiner Masterarbeit wird sich auf die ConCircles als neues Lernformat im hybriden Setting konzentrieren. Ist ein Experiment, ist ein ganz neues Format und in der Untersuchung möchte ich mich konzentrieren, so ein bisschen können die Lernzirkel die soziale Interaktion unterstützen und wie kann auch das kollaborative Lernen gefördert werden. Also mir geht es erstmal darum, quasi wie wendet ihr die Methode überhaupt an? Man hat ja sehr viele Freiheiten und das Zweite ist eben, wie erfahrt ihr die Methode, wie ist eure Sichtweise drauf? Der Hans
klingt sich auch noch ein, der hat ein bisschen weiteren Fokus. Es geht hier einfach, wie erfahrt ihr die LOSCON als solches als hybride Veranstaltung, wie erfahrt ihr die einzelnen Formate und was bedeutet unsere Evaluation für euch? Wir haben zwei Fragebögen vorbereitet. Der erste Fragebogen ist vor der Veranstaltung, der zweite Fragebogen ist nach der Veranstaltung. Der erste Fragebogen ist sowas wie ein Warm-up. Ich poste euch auch gleich den Link zu dem Fragebogen nochmal rein. Da wollen wir einfach von euch wissen, wie vernetzt seid ihr jetzt schon vor der Veranstaltung? Also was habt ihr für lose Kontakte? Habt ihr stärkere Kontakte? Oder seid ihr jemand, der ganz ohne Kontakte auf die Veranstaltung kommt? Und nach der Veranstaltung wollen wir dann von euch nochmal ein bisschen mehr wissen. Da bekommt ihr dann nochmal einen längeren Fragebogen mit Fragen, eben wie ihr die Methode angewendet habt und wie ihr sie wahrgenommen habt. Genau, wir werden dann auch nochmal in die Tiefe gehen mit qualitativen Interviews und genau an dieser Stelle einfach der Appell an euch, die meisten von euch haben wahrscheinlich auch schon eine Masterarbeit oder Ähnliches geschrieben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch zahlreich an der Umfrage beteiligt. Ich stehe auch immer für Rückfragen zur Verfügung. Ich werde das Ganze auch nochmal mit Kontaktdaten in Discord posten, dass ihr alle nochmal rückfragen könnt und auch gerne ins Gespräch zu dem Thema mit uns kommen könnt. Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen, da wir hier die hybrideste Veranstaltung ever überhaupt haben werden, wäre es also sehr wichtig, dass ihr wirklich auch zahlreich sowohl online als auch offline teilnehmt, damit wir das gut auswerten können. Und wir werden selbstverständlich die Auswertung euch dann auch zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass ihr diese Dinge, die wir hier lernen, auch für eure eigenen hybriden Veranstaltungen in euren Organisationen dann auch nutzen könnt. Insofern hoffentlich möglichst viele Beiträge. In den Folien habe ich den Link auch rein. Also wenn ihr auf den gelben Bericht, diesen Evaluationsbericht klickt, landet ihr auch auf dem vom letzten Jahr. Ja, und ich weiß von einigen, die externe oder interne Veranstaltungen gemacht haben, die mir dann so geschrieben haben, da waren coole Sachen drin, die wir gleich bei uns verwenden können. Ne? Und neben dem fachlichen Thema ist, glaube ich, einfach dieses Lernen, jetzt den hybriden Muskel zu trainieren, wichtig. Genau, auch für nächstes Jahr. Ne, sehr schön. Perfekt. Du postest den Link in den Chat noch. Ne, diese Einschätzung, also diese Befragung ist komplett anonym. Ihr habt euch einen Weg überlegt, wie sich jeder so einen kleinen Code generieren kann, dass wir sozusagen die erste Befragung und die letzte miteinander verbinden können. Das steht aber auch in dem Fragebogen drin. Da könnt ihr danach in Ruhe mal reinschauen. Dazu werdet ihr brauchen die Teilnehmerliste, weil ihr ja gucken müsst, wen ihr schon kennt und wen kennt ihr wie gut, mittelgut oder noch gar nicht. Na, da zeige ich euch mal gerade, wie ihr da rankommt. Wir haben hier im Programm, da wo die ganzen Links sind, da war ich vorhin schon mal, vielleicht habt ihr das gesehen, hier auch die Teilnehmerliste verlinkt. Na, und da hängt ein PDF dahinter. Da sind sozusagen die Namen, dann eine Spalte, ob die Person online oder offline teilnimmt und die Lernziele. Also was wollt ihr lernen? Das soll euch ja auch als Hilfestellung dienen, um vielleicht Gleichgesonnene zu finden. Ne? Da kann man mal drüber gehen. Und die Liste werdet ihr dann brauchen, um sozusagen entlang der Menschen hier einzuschätzen, wie gut eure Verbindungen vorher und dann nachher sind. Und vielleicht kann man zu Hilfe noch sagen, es sind 155 Teilnehmer auf der Liste, damit ihr die Gesamtzahl nicht alle einzeln durch. Genau, da kann man rechnen. Dreisatz. Genau. Wenn man zwei kennt, rechnet man den dritten aus. Perfekt. Gut. Punktlandung, 14 Uhr. Man denkt immer, Stunde ist wahnsinnig viel Zeit, aber am Ende ist es doch nicht so viel. Nachdem jetzt nur der Test ansteht, also falls ihr keine Fragen mehr habt, alles beantwortet ist und einen Anschlusstermin habt, springt gern raus. Dann freuen wir uns, euch nächste Woche zu sehen und hoffentlich ein cooles Community-Event zusammen zu verleben. Falls jetzt noch jemand Fragen hat, die wir hier noch beantworten können, können wir das auch gern hier noch machen. Ich bleibe mal noch so 1, 2, 3 Minuten hier. Wenn dann irgendwie nichts mehr kommt, dann springe ich rüber zu Discord, zu den Leuten, die da dann testen wollen. Also macht's schön, schönen Nachmittag und bis Dienstag.